Hallo meine lieben Zuschauer, da bin ich wieder. So, ich habe jetzt den letzten Speicherstand nochmal geladen, weil ich ganz ehrlich gesagt sonst nicht weiß, wie ich hier weiter soll, wie es hier weitergehen soll. Denn ich bin da ja nicht mehr runtergekommen, ich konnte die Wand da auch nicht überspringen. Ich weiß nicht, was das hier für ein Problem hier schon wieder gibt. Ne? Also ich habe keine Ahnung, was das jetzt hier schon wieder für ein Problem ist. Ja. So, ich muss jetzt hier mal meine Fackel anmachen. So, jetzt brenne ich hier die Dinger ab. So. Jetzt springe ich hier rüber, jetzt runter mit dem Käfig. Ach. Ja, jetzt geht das. Jetzt kann ich da rüber springen. Also war mal wieder ein Bug. So. Merkwürdig. Ich drücke Eingabe, damit er macht sie aber nicht. Macht sie jetzt aber nicht. Warum macht sie das jetzt nicht? Komischerweise macht sie einfach nicht. Na. Was ist denn jetzt schon wieder los? Ach, jetzt endlich. Das könnte zu Ehren ihrer Priesterin gebaut worden sein. Unglaublich. So. So, was für Reliquien habe ich denn jetzt hier entdeckt? Ah ja, jetzt ist hier noch wieder alles aufgedeckt hier an Sachen, die ich finden kann. Wunderbar. Wunderbar. Sehr gut. So, ich bin jetzt hier. Also werden wir uns denn jetzt hier mal darum als erstes kümmern. Ha, ich bin
Indiana Jones ist ein Dreck gegen mich. So. Dann mal gucken, was nehmen wir denn jetzt hier mal. Pfeile wiederfinden, das habe ich schon. Knochensammler, plündern Sie Tiger, aber sorgfältig. Ja, das ist mir jetzt nicht so wichtig. Sammeln Sie zusätzlich Belohnung beim Plündern von Tierkadavern und Lebensmitteltruhen. Finden Sie bei toten Feinden versteckte Taschen, um zusätzliche Munition zu erhalten. Ja, aber Munitionskapazitäten, Sie Beutel und Taschen effektiv ein, können Sie mehr Munition transportieren. Gewichtheber. Ihre erhöhte Stärke ermöglicht Ihnen die Mitnahme der maximalen Munitionsmenge. Ja, da kann ich vielleicht mehr Pfeile mitnehmen, ne? So, jetzt habe ich hier 450. Ja, jetzt kann man hier mal was machen. Ja, jetzt kann man belüfteter Schlitten. So. Hier ist Salmonus ein. Erweitertes Magazin. So, das machen wir mal. Und das ist belüfteter Schlitten. So. Sehr gut. Jetzt geht's weiter. Jetzt werden wir uns auch die anderen Sachen hier auf der Karte holen. Ich renne doch jetzt in die richtige Richtung, oder? So, und warum bleibt sie jetzt hier auf einmal stehen? Ist hier noch irgendetwas? Ne. Karte aktualisiert. Ja, ich weiß ja, das habe ich ja hier schon alles gehabt. Wetten, da kommt gleich irgendwie wieder so ein Vieh an. Will mich fressen. Ach. Kein menschenfressender Wolf, Bär, Zombie oder sowas in der Art. Nichts, was mich töten will. So, warte mal. Wo wollte ich jetzt eigentlich hin? Das, was ich jetzt suche, das ist jetzt da oben. Okay, Moment mal, da oben. Ich bin jetzt hier. Oh, was ist das denn? Gut, das ist da unten. Ja, nee, da. Aua, 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 aua. Das tut doch gleich bestimmt weh. Hatte ich gerade gedacht. So, egal jetzt. Wo ist das denn jetzt? Wie komme ich da denn jetzt mal hin? Das ist doch... Ja, wie komme ich da denn jetzt hin? Ah, das ist genau da drin. Aber ich habe noch keine
Pfeile mit Seilen dran, wo ich das jetzt irgendwie dran ziehen könnte oder so. Denn ich glaube, ich meine mich zu erinnern, das war so, wenn ich Pfeile habe, wo Seile dran sind, dass ich dann das daran schießen kann und dann ziehen kann. Aber habe ich noch nicht, deswegen komme ich jetzt hier nicht rein. Deswegen ist das wohl auf der Karte auch hier so ein Schloss davor, verschlossen. Und da komme ich noch nicht rein. Okay, gut. Gut, dann kümmern wir uns erstmal jetzt da drum. Ach Gott. Was ist das denn jetzt? Ups, das haut mich an. Ach Gott. Oh, wieder rauf die Wand hier. So. Ja, es ist genau da drin, aber... ob ich da auch jetzt so reinkomme oder was auch irgendwie hier alles verschlossen, verrammelt und versiegelt ist. Ah, das habe ich völlig übersehen. Wohin? Nach 2 Wochen erhielt ich eine Audienz bei Ihrer Majestät, Himiko von Yamatai. Ich muss gestehen, eine Frau wie Sie habe ich noch nie getroffen. Schön, aber rätselhaft. Ja, berechnend sogar. Sie umgibt sich mit ihren Priesterinnen der Sonne. Da ist kein Mann, außer dem General ihrer Armeen. Als ich sie alleine traf, wurde mir klar, dass sie nicht ist, was sie zu sein scheint. Mein Herr wollte, dass ich spioniere, die Stärke ihrer Truppen ermittle. Doch nun scheint es, als ergründe sie mich. Mein Herr hat die Bedrohung durch Yamatai wohl unterschätzt. Ich weiß nicht, wie stark die Sturmwache ist, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ein Konflikt mit der Sonnenkönigin nicht anzuraten wäre. Mhm. Da wollen also jemand, wollten also Krieg. Vielleicht ist dadurch ja alles vernichtet worden, weil die anderen dann letztendlich doch stärker waren. So, dann gucken wir uns mal hier um. Wo habe ich denn hier noch etwas, was ich noch nicht... Mhm, hier ist auch noch was. Gut, dann kümmern wir uns jetzt mal da drum. So, sieht gar nicht so weit weg aus. Aber wie komme ich da denn jetzt mal hin? Oh! Wow. Ich habe nicht gedacht, dass das funktioniert. So, wahrscheinlich hier hoch irgendwie, ne? Ja. Jetzt ist nur die große Frage, wie komme ich jetzt dahin? Naja, hier ist eine Wand, wo ich... Den Tunnel hier kenne ich noch gar nicht. Oder? Nee. Aber hier geht es auch nicht weiter. Hier komme ich auch nicht. Verdammt nochmal, wie komme ich jetzt da mal hoch? Das ist da oben. Ist gar nicht mehr so weit weg. Aber wie komme ich jetzt... So, hier ist wieder das Lager, wo Ruff ist. Da oben. Wie komme ich
da jetzt. Wahrscheinlich jetzt so gar nicht. Jetzt wahrscheinlich. Weil. Ja, die einzige Möglichkeit wäre hier jetzt hier vielleicht mal so zu probieren, aber es funktioniert nicht. Jetzt mache ich hier mal ein kleines Wettrennen mit dem Huhn. Gewonnen. Ja, nee, da komme ich jetzt so nicht hin. Wüsste ich jetzt nicht. Vielleicht später irgendwann mal. Falls ich Pfeile mit Seilen habe, wo ich mich da vielleicht dran hochziehen kann oder so. Irgendwann Schnickschnack oder. Ach, da oben ist der Funkturm, wo ich hin muss. Ja, okay, gut. Da komme ich jetzt so nicht hin. Da kann ich mich drin wenden, wie ich will. Da ist auch noch was verschlossen. Gut, dann versuche ich das jetzt. Ach, verdammt. Ah, jetzt noch mal. So, mal gucken. Ja, ich brauche hier irgendwie. Ja, hier ist nämlich auch was. Ja. Wahrscheinlich komme ich hier jetzt so noch nicht durch. Probieren wir es mal hier entlang. Da blinkt auch irgendetwas. Da blinkt was. Aber wie komme ich da jetzt hin? Da blinkt was. Wie komme ich da jetzt aber hin? Was mache ich? Ach, Kacke. Wie komme ich da jetzt hin? Verdammt nochmal. So. Ja. Wäre vielleicht möglich, wenn ich... Da komme ich ja jetzt nicht rübergesprungen. Meine, rübergesprungen komme ich schon, aber ich komme da ja nicht hoch. Nee. Nee, nee, nee. Das haut so nicht hin. Oh, da blinkt auch noch was oben auf dem Dach.
Ja, wenn ich da irgendwie das da einreißen könnte, dann könnte ich da durchgehen und dann darüber springen. Aber ich krieg das dann noch nicht eingerissen. Ich krieg das dann noch nicht kaputt. Ich krieg das noch nicht kaputt. Ja, merkwürdig. Gut, dann kümmern wir uns auch erstmal jetzt darum. Das sieht auf jeden Fall machbarer aus. So, dann krabbel hier mal entlang. Ja, das haut ja soweit ganz gut hin. Ach nein, oh, ich Idiot. Oh, was mache ich eigentlich? Voll trottelig. Ach Gott, Leute. So. Ja. Ja, wie komme ich jetzt? Ja, da muss ich hier wieder hochkrabbeln. Ich glaube nicht, dass ich mit einer brennenden Fackel hier die Wand hochkrabbelt. Ne. Ich hoffe, dass ich da oben irgendwie, das ist ja wieder Bergungsgut, ich hoffe, dass ich da oben die Fackel anzünden kann. Oh, ich hab doch gedrückt. Ich hab doch gedrückt, Leute. Ich hab doch gedrückt. Oh, ich hab... Naja, egal. Egal jetzt. So, gut. Ich beende hier den Part. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da, lasst ein Abo da. Bis zum nächsten Mal.